Foggy, Aliwoki? Was macht ihr denn hier? Warum spielt ihr denn hier Poppet? Warum nicht? Das macht eigentlich mega viel Spaß. Warte, was habt ihr da überhaupt? Eine Schnecke? Ja, okay. Ja, okay, wenn ihr Poppet spielt, dann spiele ich halt im Squid Game in Roblox, weil ich halt bei Yoroki Game Master Fun eine neue Folge gestern hochgeladen habe und ihr das Video seht, das ist gestern. Und da habe ich Squid Game in Roblox gespielt. Mein Gott, Aiyovoki. Ja, es war auch zu krass, Aiyovoki. Deine Ausraster sind gerecht diesmal, Aiyovoki. Also, ich habe euch ja mal erzählen, was da passiert ist. So, Aiyovoki, oder kennst du Squid Game, Aiyovoki? Serie angefangen gestern und du wolltest gerade eine neue Folge anschauen. Okay. Ja, Leute, wenn wir Squid Game mal in Real Life spielen sollen, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Jetzt alle einen Daumen da lassen. Und wenn ich auch mal mit dem Poppet mitspielen kann. Ey, Wookie, können Sie noch mal? Perfekt. Danke, Aiyovoki. Und Gucci wäre wahrscheinlich auch sehr interessiert. Ich glaube, Gucci auch. Auf jeden Fall. Das war festlich auch sehr gut. Das stimmt ja. Das Rätsel von Aiyovoki. Das müssen wir ja noch lösen. Dieses kleine Auto. Ah ja, wir untersuchen das mal, ob da irgendwas drin ist. Ja, stimmt ja. Das habe ich ja ganz vergessen. Oh mein Gott, ja. Okay, danke, Aiyovoki, dass du uns nochmal erinnerst dran. Ja, stimmt. Also, Aiyovoki, kannst du uns den ersten Hinweis geben, wo man das Auto öffnen soll oder muss? Ja, okay, dann öffnen wir das mal und tu. Da kommt ein Buchstaben. Oh mein Gott. Und das müssen wir jetzt also zusammensetzen. Okay, wir suchen mal die ersten Buchstaben. Aiyovoki, also du willst noch keine Hinweise geben. Okay. Also hier Mai. Hä, was heißt das? Hä, was ist Mai? Hä, Aiyovoki, kannst du uns den ersten Hinweis vielleicht mal geben? Als Ausnahme. Was? Meine? Ist das richtig? Okay, meine. Okay, Leute, den ersten Hinweis meine haben wir jetzt hier schon mal. Oh, Aiyovoki, du hast ein Geschenk für uns, diese Sonnenbrille. Aiyovoki, die ist krass, jetzt tu die auch mal auf. Und? Aiyovoki, das sieht richtig krass aus. Das sieht aus wie Gangster-Granny. Leute, ja. Aiyovoki sieht echt so aus wie Gangster-Granny, Leute, oder? Ja, oder auch, keine Ahnung, wie Michael Jackson, oder? Oder Leute, ich weiß nicht, das erinnert mich auf jeden Fall an irgendwen. Aiyovoki, die Sonnenbrille solltest du aufbehalten. Okay. Also meine. Okay, wir haben ja noch was gefunden. Wahrscheinlich durch Aiyovokis Sonnenbrille. Meine Ma. Hey, meine Mama. Das stimmt, ich kann nicht sagen. Das stimmt ja und das andere auch nicht, aber meine Ma. Hä? Gesicht? Hä, was meinst du, Aiyovoki? Oder ich glaube, wir müssen mit dem Kopf denken, ja? Oder? Meine Ma. Wo ist denn noch was Ma?
Meine Maske? Hä? Ist deine Maske kaputt? Deine Maske ist auch nicht kaputt, okay? Also, meine Maske, jetzt wissen wir schon mal, dass es nicht das andere Wort ist. Das ist doch schon mal was sehr Gutes. Okay. Suchen wir das nächste. Meine Maske. Ich glaube, hier noch meine Maske. Abputz. Ja, was ist, sollen wir deine Maske aufmachen, Ayoboki? Nicht ganz, also hier ist meine Maske ab. Aber warte, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, jetzt weiß ich, was ihr meint. Wir haben doch bei XOXO monatelang die Maske abgezogen und zerstört. Ich glaube, ich weiß, das heißt, ich glaube, es heißt meine Maske abziehen. Ist das richtig, Ayoboki? Alles klar, das scheint anscheinend richtig zu sein. Oh mein Gott. Sollen wir deine Maske abziehen, Ayoboki? Bist du dir da auch ganz sicher, dass wir das machen sollen? Wow, fast Moonwalk. Ayoboki, wir sollen deine Maske wirklich abziehen. Sterbe dir und bitte! Ich bin ganz sicher, dass du es im Nachhinein nicht bereuen wirst. Du wirst es nicht bereuen, weil deine Maske stinkt? Hey, wie deine Maske stinkt? Willst du nur, dass wir sie dir abziehen, weil sie stinkt? Okay. Das anscheinend nicht. Okay, Alter. Leute, wir müssen noch besprechen, ob wir die Woki die Maske wirklich abziehen sollen. Sollen wir wirklich Ayoboki die Maske abziehen, Leute? Weil wir wissen ja gar nicht, was da passiert, wenn wir die Maske abziehen. Wir müssten halt vorher jemanden fragen, der halt weiß, was passiert, wenn wir Ayoboki die Maske abziehen, wie der drauf ist oder halt, besser gesagt, halt, was da halt genau passiert, Leute. Ich glaub, das machen wir auch mal. Wir rufen mal jemanden an, der das wissen könnte, Leute. So, hier ist mein Handy. So. Leute, und dann rufen wir jetzt mal jemanden an, aber Leute, wen sollen wir anrufen? XOXO können wir ja nicht fragen und Oki haben wir ja das letzte Mal gefragt, aber warte, da gibt es hier nur noch einen. Ayuvine. Oh mein Gott, ja, wir rufen Ayuvine mal an. Ah ja, perfekt, Ayuboki, da bist du ja wieder. Okay, Ayuvine, hallo? Ja, ich weiß, Ayuvine, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ah ja, es geht um eine Frage. Wir wollen wissen, was passiert, wenn wir Ayuboki die Maske abnehmen. Oder sollen wir ihm die Maske abnehmen? Weil er will das nämlich unbedingt. Ist es okay? Wir können es ruhig machen. Ja, okay, was passiert denn genau da? Ihr werdet nur sein wahres Gesicht kennenlernen. Also, man sieht nur sein wahres Gesicht, sonst passiert da nichts. Okay. Ja, okay, das klingt sehr wenig. Also wir dürfen das machen, weil Ayoboki, man hört sie, er will's. Ich gebe ihn dir mal kurz. So, hier. Ja, hier konntest du mal kurz mit Ayoboki sprechen. Wir können ja auch mal länger reden, wenn du mal nochmal vorbeikommst, Ayobine. Okay, ja, dann ziehen wir Ayoboki jetzt die Maske ab, würde ich sagen. Ja, okay. Gut, dann. Ciao, Ayobine. Oh mein Gott, Leute, ihr habt's gehört. Es scheint also okay zu sein, wenn wir Ayoboki die Maske abnehmen. Na dann. Leute, würde ich sagen, wir setzen uns auch direkt wieder hin. Alles klar, Leute, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen Ayoboki die Maske jetzt ab. Bist du bereit, Ayoboki? Ist die Sonnenbrille bereit? Sind wir bereit? Ja, wir sind eigentlich auch bereit. Dann nehmen wir jetzt Ayoboki die Maske ab, Leute. 3, 2, 1. Und? Ah, mein Gott, oh mein Gott, Ayoboki! Hilfe, Ayoboki, wie siehst du denn aus? Ah, Leute, Hilfe!